Schweizer Volkssagen. Die Geschichte vom Sepp Manser. Der Sepp Manser ist ein Appenzöller und isst den Käse mitsamt dem Töller. Der Käse, der ist schon recht. Aber von so viel wird hier ein Manser schlecht. Ein Zürcher wird zum Hausarzt gehen. Für einen Appenzöller tut es ein Schnäpschen an. Also macht der Sepp einen Spatz zum Gasthaus auf dem Landsgemeindeplatz. Unterwegs stolpert der Manser bös und landet auf dem Bahngläs. In dem Moment kommt die Appenzöllerbahn, oh weh, und fährt ihm über Arm und Bein. Wo er aufwacht im Spital St. Gallen, steht das im Bett eine heisse Schnelle. «Ich bin Frau Dr. Marlies Medo. Ihre Arm und Bein liegen noch unter den Zugrädern. Eine Hirnverletzung haben Sie noch dazu. Jetzt ist fertig mit Schaffen. Sie brauchen Ruhe.» Die Häme schreibt Frau Manser schnell einen Antrag an die Innerrhoder IV-Stelle. Er hat ja keine Arm und Bein und kann darum nicht mehr allein. Aber bevor der Manser einen Rappen sehen kann, muss er zum Doktor von der RAD. Der Doktor kommt von Deutschland. Ihm ist der Arbeitsmarkt hier nicht bekannt. Trotzdem schaut er den Manser an und schreibt der IV, da ist klar, einen Bericht über den Manser-Sepp und ob er noch arbeiten sollte. Ein halbes Jahr später kommt der Bescheid. Der Invalide sind sie nicht. Im Beruf, was keinen Arm braucht und kein Bein und man auch nicht viel sehen muss, es egal ist, wenn man nicht lachen kann, können sie noch Karriere machen. Der Sepp Manser hat keine Rente bekommen. Selber geschuld, denn er und sein Kanton haben ja gesagt zur IV-Revision.